Musikalisches, Traditionelles, Sportliches, Außergewöhnliches. Mein Sommerradio, live aus Mauthausen mit Maria Theiner. Babsi Balu mit Hochsaison im Eisersalon. Sie hören Mein Sommerradio heute aus Mauthausen. Und meine Damen und Herren, wir wissen, es kommt nicht immer auf die Größe an. Und schon gar nicht, wenn es darum geht, jemandem ein Denkmal zu errichten. Hier in Mauthausen, da steht zum Beispiel eines der kleinsten Museen in Oberösterreich. Es erinnert einerseits an eine ganze Handwerkszunft und außerdem auch noch an eine ganz verdiente Person aus Mauthausen. Unser Radio Oberösterreich-Reporter Rainer Käblinger hat das kleine Schustermuseum besucht. Gerade mal 9 Quadratmeter ist es groß und damit verdient es auch seinen Namen, nämlich Kleines Schustermuseum hier in Mauthausen. Ignaz Tischberger hat die Idee dazu gehabt. Es ist in Wahrheit eine Gartenhütte, wo sie die Geschichte der Schuster von einst bis jetzt ausstellen. Ja, wir haben in diesem kleinen Schustermuseum die Kleinwerkzeuge der besonderen Art haben wir herinnen stehen. An und für sich muss ja nicht mehr der Schuster werden, aber mit die Kleinwerkzeuge versteht ein jeder. Wenn man in die Gartenhütte reinkommt, fällt einem gleich mal auf die Nähmaschine, die man hier sieht. Das ist eine alte fußbetriebene Nähmaschine. Man sieht ja auch verschiedene kleine Werkzeuge wie Hämmer, Perforiergeräte, Nägel und auch Schuhcreme darf natürlich hier nicht fehlen. Der Grund für dieses Museum ist aber ein ganz anderer. Dieses Gartenhäuschen wurde zu Ehren von Josef Sixtl errichtet. Herr Josef Sixtl, ein begnadeter Schuster und Geigenspieler, war für die Leute in der Umgebung da. Ihm war oft diese Reparatur teurer gekommen, als dass er von den Kunden verlangen konnte. Ein wesentlicher Teil dieses Museums kann natürlich hier auf dieser Fläche von 9 Quadratmeter nicht ausgestellt werden. Ein großer Teil wird hier in einem Film gezeigt. Man kann von händischen bis zum maschinellen diese Fertigung der früheren und jetzigen Schuhe sehen. Ignaz Tischberger hatte die Idee hier zum kleinen Schustermuseum und für ihn ist Geselligkeit hier im Museum auch sehr wichtig. Bei uns ist natürlich auch das leibliche Wohl gesorgt. Es ist alles gratis, Getränke, Kaffee oder Kuchen auf jeden Fall. Kuchen sagen wir immer dazu. Ist immer für die Leute, ist es da. Vormarktstraße 61 ist die Adresse hier in Mauthausen. Allerdings ist das Museum ein bisschen versteckt. Das muss man erst mal suchen. Ja, es liegt zwar an der Straße und es ist ein Schusterwappen, das Originalschusterwappen an dieser Gabione befestigt, aber es ist wirklich so, es wird sehr schnell übersehen. Wenn Sie einmal eines der kleinsten Museen in Oberösterreich besuchen möchten und dabei auch noch mit Kaffee und Kuchen verwöhnt werden möchten, dann schauen Sie vorbei, der Eintritt ist frei. Das geht allerdings alles nur mit telefonischer Voranmeldung. Alle Informationen dazu bekommen Sie natürlich im Gemeindeamt. And I remember there was a radio coming from the room next door. My mother laughed the way some ladies do. Musikalisches, Traditionelles, Sportliches, Außergewöhnliches. Mein Sommerradio, live aus Mauthausen mit Maria Theiner. Mein Sommerradio, live aus Mauthausen. Hallo, ich bin der Ignaz Tischberger vom kleinen Schustermuseum in Mauthausen und ich freue mich, dass mein Sommerradio bei uns jetzt in Mauthausen da ist. Ja, klein aber fein ist das Motto dieses Museums, das wir uns unter anderem in dieser Stunde anschauen werden. Wir läuten den Dienstagnachmittag ein, aber jetzt zuerst einmal mit Ihrer Gewinnchance. Es geht um einen Familienausflug nach Mauthausen mit Eintritt ins Apothekenmuseum und Essen im Restaurant Donauhof unter 0732 60 60 60. Schönen Nachmittag. Mein Sommerradio mit Mario. Das 2-2 aus 3-3-3 Quiz. Ja, da geht's heute um einen Ausflug für die ganze Familie nach Mauthausen mit Eintritt ins Apothekermuseum, mit Infomaterialien und Büchern über Mauthausen und Essen im Donauhof. Zwei Kandidatinnen haben wir gefunden. Hier in Mauthausen, da ist Anna Bargfrieder aus Grammerstetten, ein Stammgast fast von Mein Sommerradio. Sie war unter anderem in Kirchdorf auch schon bei uns und Sie kennen den ganzen Plan der nächsten 8 Sendungen fast auswendig. Wo kommen wir also diese Woche überall noch hin? Morgen mit den Kirchen, Keltendorf und dann am Donnerstag im Färbermuseum, am Freitag
Kramerstettern. Das ist für Sie als Kramerstettnerin natürlich ein Pflichttermin. War übrigens noch nicht der erste Punkt, aber trotzdem herzliche Gratulation. Ich muss immer im Kalender noch schauen, wann wir wo sind. Ihre Gegenkandidatin, das ist Elfi Minnigshofer. Sie stammt aus Niederösterreich, aus Zwettl, um genau zu sein, ist aber eine treue Radio Oberösterreich-Hörerin. Das freut uns sehr. Was verschafft uns die Ehre, liebe Elfi? Ja, also ich fahre einmal im Monat zur Osterpatin nach Linz. Das ist die beste Osterpatin weit und breit. Ich frage Hermann Peter. Und da schalte ich immer das Radio Österreich ein und mir freut einfach das Lockere in Oberösterreich. Ja, das freut uns auch. Vielen herzlichen Dank für die Blumen. Wir kommen gleich zu Frage Nummer 1. Wenn die Elfi eine Frage beantworten möchte, dann sagt sie bitte einfach ihren Vornamen. Wenn die Anna eine Frage beantworten möchte, hebt sie bitte schön die Hand. Frage Nummer 1. In welchem Schloss befindet sich denn das Apothekenmuseum Mauthausen? Wasserschloss. Die Anna hebt die Hand. Wasserschloss. Ja, und wie heißt das Wasserschloss? Schloss Parkstein wäre es gewesen. Schloss Parkstein. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Liegt Linz oder Perg näher an Mauthausen? Dann Perg. Schießt schon wieder die Hand von der Anna in die Höhe. Perg. Perg liegt näher, 10 Kilometer etwa sind bis nach Perg, gut 20 bis Linz. Und Frage Nummer 3, welcher an dieser Stelle schon fast 100 Meter breite Fluss mündet denn bei Mauthausen in die Donau? Wir sitzen fast beim Zusammenfluss und schon wieder haben wir die Anna, die hat die Anna die Hand in der Höhe. Welcher Fluss mündet da in die Donau? Also in die Donau. Ich glaube, die Anna möchte die Antwort doch noch nicht geben, oder? Elfi. Elfi, bitte. Die Namen? Nein, die Nahen stimmt leider nicht. Die Enns wäre es gewesen. Und damit steht es 1:0 für die Anna. Herzliche Gratulation. The beat goes on. The beat goes on. Musikalisches, Traditionelles, Sportliches, Außergewöhnliches. Mein Sommerradio, live aus Mauthausen mit Maria Theiner. Es hat damals so unendlich viele Möglichkeiten gegeben. Diesen Abend war es uns bestimmt. Nenn es Geschick. Oder war's nur einfach ein Klick? Zufällig kommst du entgegen. Zufällig schau ich dir an. Mitten in tausenden Menschen Radio Oberösterreich, 45 Mal unterwegs in diesem Sommer mit Mein Sommerradio, heute in Mauthausen. Und dieser Ort ist leider weit über Oberösterreichs Grenzen hinaus bekannt als Schauplatz ganz schrecklicher Verbrechen während der Nazizeit, als Schauplatz eines großen KZs, etwa 3 Kilometer von unserem mobilen Sendestudio aus entfernt. Heute steht dort zur Erinnerung das Mauthausen Memorial, das man sich anschauen kann. Es wird derzeit umgestaltet. Die erste Phase der Neugestaltung ist auch bereits abgeschlossen. Bei mir ist jetzt Magister Harald Hutterberger. Was hat sich denn verändert für alle jene von uns, die vielleicht in der Schulzeit einmal in Mauthausen in der KZ-Gedenkstätte waren und seither nicht mehr hingekommen sind? Wir haben die Ausstellung ist neu konzipiert worden. Die stammte aus den 1970er Jahren und das Konzept unterscheidet sich dadurch, dass es keine zentrale Ausstellung in Hinkunft mehr geben soll, sondern ein dezentrales Ausstellungskonzept dem Besucher die Geschichte näher bringen soll. Wie wird das umgesetzt? Was ist da noch alles geplant? Also im ersten Schritt haben wir einen Bereich, und zwar die Mauthausen-spezifische Ausstellung, erneuert, also komplett neu gestaltet, und auch eine zweite Ausstellung zum Bereich Tatort Mauthausen und dem Bereich Raum der Namen, der den Tatortbereich angegliedert ist, sozusagen neu etabliert.
Wie geht es Ihnen denn in der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung in Mauthausen? Denn auf der einen Seite muss natürlich für alle klar sein, die schrecklichen Geschehnisse dürfen nie in Vergessenheit geraten. Auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass es Stimmen gibt, die sagen, naja, Mauthausen sollte irgendwie auch für etwas anderes bekannt werden. Wie leicht oder schwer ist die Kooperation für Sie? Also die Kooperation funktioniert in den letzten Jahren mit der Gemeinde überaus gut. Wir haben auch im Zusammenhang mit dieser Bewusstseinsregion, die sich ja vor wenigen Wochen entwickelt hat zwischen den Gemeinden St. Georgen an der Gusen, Langenstein und Mauthausen, haben wir aktiv von unserer Seite inhaltlich mitgearbeitet. Wir haben uns ebenfalls beteiligt, wenn Mauthausen den Zuschlag für eine Landesausstellung vielleicht nach 2020 bekommen wird, dass wir uns ebenfalls damit einklinken als Gedenkstätte. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Mein Sommerradio heute also zu Gast im Bezirk Perg in Mauthausen. Allerlieb ist er nicht mehr im Betrieb. Das ist der Prangerspruch der Mauthausener Nachtwächter. Josef Hiesmeier ist bei uns gekleidet in einem schweren Mantel, wie es ausschaut, mit Filzhut natürlich und in der Hand die Wahrzeichen der Nachtwächter, Hellebarde und Laterne. Begleitet werden Sie von Anita Peterseil vom Tourismusverband. Was hat es denn mit diesem Prangerspruch auf sich? Ja, der Prangerspruch, es ist natürlich so, dass die Leute dann am Pranger waren, an Markttagen festgebunden, und zwar so Trotschweiber oder wenn wer was gestohlen hat, eher wegen kleinerer Vergehen. Und das war an den gewissen Markttagen, weil in Mauthausen war immer reger Salzhandel und generell Handel an der Donau mit den Schiffen und mit den Fuhrwerken. Der Marktplatz ist natürlich auch ein wesentlicher Teil der Nachtwächterführungen, die es hier gibt. Man kommt aber zum Beispiel auch auf die Salzstraße, das war die erste Einbahn von Mauthausen. Ja, auf der Salzstraße, da gab es die erste Einbahnregelung, und zwar wurden die Pferdefuhrwerke, die von der Donau hinauffuhren in die Tschechei, wurden über die Salzstraße rauf, und da saß einer am Turm mit einer Fahne, und da wurde der Verkehr geregelt, weil die war sehr schmal und die Pferdefuhrwerke mussten da eben warten oben, wenn einer raufgefahren ist, und so war das die erste Einbahnregelung überhaupt, was gegeben hat. Ein anderer Höhepunkt der Nachtwächterführung, das ist das Gasthaus zum Blauen Hecht. Warum hat denn das seinen Namen redlich verdient? Das Gasthaus zum Blauen Hecht ist hier unten an der Donau, und wir wissen alle, Mauthausen ist schon immer durch Hochwasser und nicht nur durch Hochwasser, sondern durch Eisschollen gefährdet gewesen. Am Blauen Hecht sind so Marker, Hochwasser- und Eisschollenmarker. Und einmal so um 1800 war das Hochwasser so hoch, dass im Gasthaus zum Blauen Hecht im ersten Stock einen blauen Hecht, einen 1 Meter langen, gefunden haben. Und seitdem trägt das Gasthaus diesen Namen. Der Hecht ist geblieben. Wer sind denn hauptsächlich die Menschen, die in Mauthausen Nachtwächterrundgänge machen? Sind teilweise die Mauthausen? Mein Sommerradio, live aus dem Apothekermuseum in Mauthausen mit Maria Theiner. Mahlzeit Oberösterreich, die gesunden Zutaten zum Mittagessen, die gibt's möglicherweise heute bei uns, denn das Apothekenmuseum ist unser Schauplatz und es erzählt viele spannende Geschichten. Einigen davon gehen wir gleich auf die Spur in wenigen Minuten. Davor machen wir aber Musik mit den Olsen Brothers und gleich jetzt mit Mango Cherry und In the Summertime. Herzlich willkommen im Dienstag und in Ihrer Mittagspause. Schön, dass Sie mit dabei sind. Zu Gast im Bezirk Perg in Mauthausen an der Donau, um ganz genau zu sein. Sie finden uns hier in der Nähe vom Schloss Pragstein, in dem sich die beiden Museen befinden, in die Sie heute kostenlosen Eintritt haben mit dem Mein Sommerradio Passwort. Und noch ein Stückchen weiter flussabwärts, 500 Meter weiter Richtung Bahnhof, um ganz genau zu sein, in der Nähe der Donaubrücke. Dort finden Sie in Mauthausen Ed Kaisers Gasthaus. Der Wirt, der heißt aber nicht Eduard Kaiser, sondern Andreas Winkner und ist jetzt bei mir. Warum heißt Ihr Gasthaus so anders als Sie? Also ich habe vor 25 Jahren auf das Haus hingeheiratet, ja. Und zwar Eduard Kaiser heißt es deswegen, weil meine Schwiegermutter eine geborene Kaiser ist. Und wir haben dann den alten Wirtshausschild gefunden, den alten Holzschild, der über der Tür gehängt ist. Nicht? Und ich denke, das ist eigentlich ein toller Name, Eduard Kaisers Gasthaus, also Abkürzung Ed Kaisers Gasthaus. Ja. Zum Essen gibt es gern Donaufisch, wie wir schon kurz gehört haben. Die Weißfische, die da in der Donau schwimmen, Blaunasen, Barben, Brachsen zum Beispiel, die werden gerne verarbeitet zu Fischleibchen. Und wie die funktionieren, das möchten wir uns jetzt anschauen. Also ich habe da das Rezept von meiner Frau aufgeschrieben. Wir haben guten Kontakt zu unseren Fischervereinen und da kriegen wir eigentlich auch immer eine ganze Menge, und zwar hauptsächlich halt Weißfisch oder auch Hechten. Und da habe ich jetzt das Fischrezept für die Fischlauberl aufgeschrieben für 4 Personen. Ja. Das ist ein halbes Kilo Fischfilet, das wird gedünstet, fein geschnitten.
Viertel Kilo Knädelbrot, ein Viertel Liter Milch, drei Eier, ja. Salz, Pfeffer, ja. Sardellenfilet kann man dazu, Kapern, Petersilie, Zitronen, Thymian wächst vor der Haustür, ja. Und wird einfach gemischt, ein bisschen rosten lassen, ja. Dann einfach Leiberl formen und beidseitig anbraten, ja. Das genaue Rezept, das finden Sie dann spätestens nach der Sendung übrigens im Netz auf ooe.orf.at, der Homepage von Radio Oberösterreich. Wie gern, wie oft essen die Gäste hier an der Donau auch tatsächlich den Donaufisch? Spielt er eine große Rolle? Eigentlich immer mehr, ja. Also es gibt ja nicht nur Donaufische, wir haben im Mühlviertel ein paar tolle Betriebe, wo man aus dem Eistal Lachsforelle und Lachs und Saiblinge kriegen, ja. Und Fischlorberl, wir haben jetzt also einen Fischteller, ja, absolut beliebte Gerichte, ja. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist spätestens jetzt das Wasser im Mund zusammengelaufen. Lassen Sie sich also Ihre Mittagspause schmecken mit Mein Sommerradio. Radio Oberösterreich, Ihr Sommerradio. La leyenda de Sanadu. Musikalisches, Traditionelles, Sportliches, Außergewöhnliches. Mein Sommerradio, live aus Mauthausen mit Maria Theiner. Radio Oberösterreich, heute zu Gast in Mauthausen an der Donau. Und es ist auch hauptsächlich Wasser, was wir heute sehen, wenn wir über die Bundesstraße rüberschauen. Nicht nur die Donau, sondern wir sitzen hier genau mehr oder weniger am Zusammenfluss von Enns und Donau. Und dieses Wasser, das prägt in Mauthausen natürlich auch die diversen Mittagspausen. Bei mir ist Andreas Windner, Gastronom hier. Und bei Ihnen gibt's im Gasthaus tatsächlich echten Donaufisch. Wo kommt der her? Wer fängt ihn? Also wir haben Kontakt zu den, zum Mauthausener Fischerverein. Wir kriegen dort also Weißfisch, Hechte, wir kriegen Zander. Ja. Und da gibt es sogar einige Tricks und Tipps, wo diese Zander speziell gefangen werden? Ja genau, vor uns sind es ja nicht unsere Fischer, ernere Platzl, aber hauptsächlich dann glaube ich Zanderfischen im Altwarm. Nicht? Das ist also beim Kraftwerk in Obwinden und im Kraftwerk in Mitterkirchen. Ja. Und da gibt es Spezialisten dafür und die kriegen wir ja nicht immer. Die kann man nicht bestellen, sondern ab und zu uns. Hin und wieder gibt es auch Zander. Weißfische gibt es immer. Da gibt es welche mit so netten Namen, wie zum Beispiel Blaunase oder Braxe. Was man aus diesen Fischen alles Köstliches zaubern kann, das sehen wir in wenigen Minuten hier bei Mein Sommerradio. In Mauthausen, es gibt gegen unser Kennwort Apothekerwaage den kostenlosen Eintritt ins Schloss Pragstein und in die Museen, die hier beheimatet sind. Schauen wir gleich mal herein. Da befinden wir uns in einem Stiegenhaus, einem uralten Stiegenhaus, gehen über alte granitene Steinstufen hinauf in den ersten Stock und betreten schon im ersten Stock das Apothekenmuseum. Grüß Gott, hallo, und treffen da Anna Aigner, Schloss Pragstein, ein Haus mit unendlich langer Geschichte. Vor gut 500 Jahren erbaute Laszlo von Praga hier auf einer vorgelagerten Felseninsel in der Donau diesen gewaltigen Bau. Und heute beherbergt er eben zwei Museen. Und wir schauen uns jetzt gleich einmal das Apothekenmuseum an, gemeinsam mit Magister Norbert Eichberger. Fünf Räume umfasst dieses Museum. Im ersten wird die Geschichte der Pharmazie erklärt. Dann kommen drei Räume, die sich mit der Apotheke als Arbeitsplatz einst und jetzt beschäftigen. Und am Abschluss dreht sich dann ein Raum noch einmal um die Geschichte der Medikamente. Gehen wir vielleicht gleich einmal in den ersten Saal durch eine dicke Mauer, ein schönes Gewölbe empfängt uns auch hier. Und da sieht man, wie gesagt, in Schaukästen uralte Gegenstände und es wird anhand von Schautafeln erklärt, wie sich die Pharmazie entwickelt hat. Die hat einen Geburtshelfer gehabt und der hatte den Namen Friedrich II. Der römisch-deutsche Kaiser, der war ja zugleich auch der König von Sizilien und Unteritalien und er hat damals in seinem Reich hat er den Apothekerberuf und den Arztberuf getrennt. Er hat damals ein eigenes Arzneibuch eingeführt, er hat eine eigene Arzneitaxe eingeführt und vor allem auch ein eigenes Gewicht. Und das ist ganz interessant, im 13. Jahrhundert hat es schon ein Gewicht für sein Reich gegeben und in Österreich hat es noch im 19. Jahrhundert ein anderes Pfund gegeben als zum Beispiel das Pfund in Augsburg oder in Nürnberg. Dann schauen wir einen Raum weiter und kommen in den ersten der Räume, die sich mit der Apotheke als Arbeitsplatz beschäftigen. Ui, da wird's ziemlich bunt an den Wänden. Da stehen Destillierapparate, da stehen kleine Gefäße, Glasgefäße. Da gibt's ganze Reihen mit Korkstöppeln, die hier aufgefädelt sind. Und hier gibt's auch die Erklärung, dass es zwei Arzneiformen gibt, die wir den Arabern eigentlich zu verdanken haben. Ja, das ist einmal der Alkohol. Die Araber waren ja die ersten, die durch Destillation einen höherprozentigen
Alkohol erzeugen konnten und dadurch hat man dann Tinkturen machen können. Das zweite wäre der Sirup. In Europa hat es ja noch keinen Zucker gegeben, nur den Honig. Und die Araber hatten ja Verbindungen zu Ländern mit Zuckerrohr. Und so ist der Sirup ein ausgesprochen gut haltbares Arzneimittel geworden. Warum hier im Apothekenmuseum übrigens auch eine Flasche Coca-Cola ausgestellt ist, das ist eine Geschichte, die wir uns in wenigen Minuten genauer anschauen möchten. Mein Sommerradio heute zu Gast in Mauthausen.